1819. Das Corsier BVV geht eine mechanisierte Schokofabrik auf. Gegründet von François-Louis Gaillet, der bei Chocolatieri in Norditalien gelernt hat, wie man Schoki macht. Das ist die erste Preisliste von Gaillet. In der Schweiz auf Schoki als Geschäftsmodell zu setzen, das hat dann zumal nicht nur das nötige Wissen, sondern auch viel Mut und Pioniergeist gebraucht. Das weiss Tanja Ähnis. Sie ist Historikerin und Archivarin bei Nestlé und befasst sich seit über 10 Jahren mit der Geschichte der Schoki in der Schweiz. Er hat natürlich einen Rohstoff gehabt, Kakaobohnen, die aus Südamerika importiert werden müssen. Das heisst, man hat nicht genau gewusst, wie viel kommt, wann kommt. Es war auch ein sehr teurer Rohstoff. Auch der Zucker, den er beigemengt hat, war ein sehr teurer Rohstoff. Und trotzdem steigen in dieser Zeit auch andere ins Schoki-Geschäft ein. Wie der Philipp Süschach 1826 in Neuenburg oder der Aquilino Maestrani ein paar Jahre später in Luzern und St. Gallen. Schoki ist zu diesen Zeiten aber noch überhaupt nicht so, wie wir sie heute kennen. Schoki aus der Anfangszeit war ein Trinkschoki. Man hat das als Getränk konsumiert. Es war ein schwarzer Schoki, der sehr bitter war und einen hohen Fettgehalt hatte. Also von dem her vermutlich nicht so wahnsinnig angenehm wie die Schoki, die wir heutzutage konsumieren. Aber dann, 1875, verändert eine Erfindung aus dem Haus zu Vevey die ganze Schoki-Welt. Der Schokolatier Daniel Peter, der in die Familie Gaillet eingeheiratet hat, verbindet Kakaopulver mit Kondensmilch. Die Milchschoki ist geboren. Im historischen Archiv von Nestlé ist das Rezeptbüchli von Daniel Peter, wo man nur mit Händchen anlängen darf, einer der wertvollsten Schätze. Daniel Peter ist es eigentlich gelungen, durch die Milchschoki erstens einmal einen anderen Geschmack reinzubekommen. Also etwas, das für uns angenehmer war. Und er hat natürlich dann auch die Form kreiert, die Tafelform, so wie wir heute die Schoki essen. Also, dass man sie eben nicht auflöst in Wasser oder Milch, sondern dass man sie so zu uns nehmen als Genussmittel auch. Daniel Peter, seine Milchschoki erobert sofort nicht nur die Schweiz, sondern ist in ganz Europa gefragt. Fast zur gleichen Zeit, 1879, gelingt dem Rudolf Lind ein weiterer Meilenstein der Schweizer Schoki-Geschichte. Rühren heisst sein Rezept. Er findet heraus, dass die Kakaomasse zart schmelzend wird, wenn man sie stundenlang rührt. Ganschieren, sagt man dem Verfahren, das man bis heute braucht, zum Schoki zu machen. Die beiden Erfindungen, das Ganschieren und die Milchschoki, sind mitentscheidend für den internationalen Erfolg der Schweizer Schoki-Produzenten. Sie hatten einen Vorsprung in ihrem Wissen und im Umsetzen dieser Technik der Herstellung der Milchschoki. Sie haben aber auch ihre Schoggen beworben, sie haben sie zu Marken gemacht, Verpackungen extra kreiert und eben auch mit diesen Schweizer Bildern von der guten Schweizer Milch, mit den Alpen, mit den Bergen, wirklich das Schweizer Bild in die Welt herausgetragen. Essen und Trinken tun Schoki in den Anfangszeiten vor allem Frauen und Kinder. Die Männer kommen erst später auf den Geschmack. Danke Militär. Es ist dazumal ja ein Nahrungsmittel, mehr als Nahrungsmittel angeschaut worden, wie jetzt heute Genussmittel. Es ist sehr kalorienreich gewesen, es ist energiespendend gewesen. Und darum ist das eigentlich ein ideales Nahrungsmittel gewesen für die Soldaten, die schnell Kalorien und Energie gebraucht haben. Im Ersten Weltkrieg ist die Schweizer Schoki dann auch der Exportschlager. Alle europäischen Länder, die im Krieg sind, bestellen die Schweizer Schoki für ihre Soldaten. Die kleine Schweiz wird zu einer Schoki-Weltmacht. Mengenmässig zwar schon lange nicht mehr, aber in Sachen Qualität ist Schoki aus der Schweiz auch heute noch, natürlich ganz neutral betrachtet, Nummer 1 der Welt.